Hallo, meine lieben, 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 lieben Freunde von Portal 2 und willkommen zurück zu meinem sehr seriösen und, wie gesagt, sehr seriösen Let's Play. Ich glaube, da ist jemand verzweifelt. Kann ich mich da einquetschen? Nein, schade. Also, wenn ich von GLaDOS kontrolliert werden würde, wäre ich genauso drauf. So. Genau so. Hui. Was? Was? Du wurdest doch zerquetscht. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht? Ich lag einfach so rum, dachte schon, das wäre mein. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Wie fies, jetzt wahrscheinlich einfach nur zurückzustellen. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er. Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Was? Oh. Nein. Ich wollte eigentlich mit Vitli reden, aber auch okay. Kopf angestoßen. Kopf angestoßen. Kopf angestoßen. Und da setze ich ein Portal. Nicht mehr Kopf an. Wow, ging das schnell. Nicht mehr Kopf angestoßen. Wuhu. Also, was müssen wir in diesem Rätsel hier tun? Wir brauchen hier einen Laser zum Aktivieren. Das könnten wir am besten lösen, indem wir hier einen Laser durchschießen. Und ich habe natürlich totale Ahnung, wie wir das am besten machen. Wir bürsten, genau, Bürsten. Brüste? Was? Ja. Wir müssten irgendwie da hoch. Wie komme ich auf Brüste? Ich weiß es nicht. An alle Frauen, hallo. Ich bin nicht irgendwie ein nur so geiler alter Sack, der sich als 16-Jähriger ausgibt. Nein, 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 nein. Genau. Erstmal ein Kubus. Super. Und da oben liegt noch einer. Können wir noch einen runterfallen lassen? Oh, der andere wird zerstört. Schiede, schiede, schiede. Wir müssten irgendwie wieder da hoch. Das könnten wir mit dem Schleudergang hier erledigen. Und unsere tolle Bürste erledigen. Genau, Bürste, nicht Brüste. Schande über die Leute, die Brüste verstanden haben und nicht Bürste. Deswegen habe ich auch die Frauen angesprochen, weil Frauen benutzen Bürsten. Oder benutzen es auch Männer und ich bin der Einzige, der keine Bürste benutzt. Ich benutze einen Kamm. Benutzt ihr Männer Bürsten? Bürsten sind doch was für Weicheier. Nur echte Männer kämmen sich mit Stahlseide. Was? Was laber ich da? Jo. Ich müsste da eigentlich noch hoch. Und dann müsste ich noch die Portale selber platzieren. Wenn ich da hoch bin. Au. Danke. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler. Ein fetter Adler. Das ist einer der besten Sprüche von GLaDOS. Siehe, wie du. Wie ein. Warte, wie ging er gerade? Ich hab den Spruch gerade eben. Da! Wie ein fetter Adler. Fertig. Ja, muss man nicht sagen. Fetter Adler. Haha, lustig. Fahrstuhl, danke. Rückwärtsgang. Piep, piep. Wir sind so fett, wir müssen piepen, wenn wir rückwärts laufen. Aber wir haben doch dieses tolle Fitness-Training mit. Training, genau. Fitness-Training mit unserer Nackenmuskulatur gemacht. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Die Tatsache, dass ich gesehen habe, dass riesige Torrent-Türme die Parlamente übernommen haben, zeugt davon, dass du lügst. Weil ich schätze kaum, dass noch Rehe existieren. Der fette Adler macht sich auf. Au. Ich schätze mal, das hier muss weg. Und da haben wir schon einen Block. Aber ich finde es lustig, wie die Teile damit rumspielen. Und dahin kann ich am.
okay, ich dachte, ich kann... Was ist das hier? Kann ich nicht bewegen. Kann ich vielleicht... Habe ich gerade irgendwie ein Lachen gehört? Kann ich vielleicht so hier rüber hüpfen? Yay. Ich finde es lustig, wie die Plattformen damit rumspielen. So als ob die Plattformen eine Intelligenz hätten. Nein, ich bin nicht verrückt. Nein. Ich gebe nur Plattformen Intelligenz. Ich bin nicht verrückt. Nur nicht. Ah, ich kann es hier platzieren. Und ich kann hier durchlaufen. Ich bin ein Vollidiot. Nee, warte, aber so kann ich mich schleudern lassen. Schleudergang, activated. Ich bin gerade durch die Laser gefallen und habe keinen Schaden bekommen. Wie geil ist das denn? Episch. Wir sind total die... ja, genau. Jetzt müssen wir hier irgendwie einen Laser reinbekommen. Per Portal. Am besten. Wenn es gehen würde. Oh, vielleicht sollten wir nicht da runterfallen. Wenn wir schon den Luxus bekommen, dass das Teil hierher geschleudert wird. Aber wir müssen dennoch runterfallen. Damit wir das hier irgendwo ablenken können. Irgendwohin ablenken können. Am besten wäre es natürlich dahin, das abzulenken. Aber gleichzeitig müssten wir auch... Nee, wir müssen gar kein Portal setzen. Ich nehme dennoch das Teil lieber hier wieder mit. Damit wir halt, ja, so ein Ding dabei haben. Es ist immer praktisch, ein Ding dabei zu haben. Und wer da wieder irgendwas Falsches versteht, Schande über euch. Und ich habe mich gerade am Laser verbrannt. Autsch, autsch. Ja. Noch ein Block. What? Oh, das habe ich schon davor gedrückt gehabt, die... Tut. Ups, okay, nochmal von vorn das Ganze. Ich bin so ein voller Idiot, so ein voller Idiot. Wo ist der Würfel hin? Er sollte eigentlich irgendwo hier liegen. Da unten liegt er. Warum liegt er da unten? Nein, ich zoom nix, was nicht copyright-mäßig erlaubt ist. Und ihr habt es wahrscheinlich eh nicht gehört, weil es gerade so leise war. Meine Güte, warum bin ich so leise? Ich weiß es selber nicht. Ich müsste mich mal lauter stellen. Warum mache ich das nicht? Weil ich eigentlich laut genug bin und ich labere hier gerade mal wieder Scheiße. So wie man mich halt kennt. Immer nur am Scheiße labern. Aber wofür sind Let's Play denn sonst gedacht? Was? Wir sollen was Logisches sagen? Hör ich zum ersten Mal. Perfekt. So, und jetzt sollten wir eigentlich richtig gut durchgeschleudert werden. Warte, was? Whee! Party! Hupti-dupti-du! Ich wollte eigentlich... Wir hätten noch den Würfel mitnehmen sollen. Ach, da halte ich schon so einen Vortrag von wegen... Ja, immer schön die Würfel mitnehmen. Würfel sind wichtig. Und dann nehme ich ihn nicht mit. Wo ist der Würfel? Sag nicht, der ist irgendwo da oben. Ah. Au. Au. Oh. Ups. So. Jetzt sollte die Verbindung gekappt sein. Und jetzt ist der Würfel hier oben. Und hier platzieren wir das hier. Das aktiviert das dann. Und dann können wir als fetter Adler hier drauf hüpfen. Oh, fast. Fast hätten wir es im Sprung geschafft. Ui. Yay. Der fette Adler hat's geschafft. Die, das neue... Klappe. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Was ich sagen wollte. Fette Adler, das neue Logo von Amerika. Das passiert, wenn man zu viel McDonald's-Läden hat. Und Call of Duty. Call of Duty macht fett, ganz bestimmt. Ich bin mir da ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Sehr sicher. Irony and so on.
Ach ja. Nebenbei, ich nehme ihn gerade seit 2 Stunden auf. Ich sollte es vielleicht lassen, aber ich habe so viel Spaß. Spaß, nicht Spaß. Spaß, ich liebe dessen. Klar, das liebst du es auch zu testen. Ja, klar, du testest mich die ganze Kammer 11 Diese von Wolken bestehen 22. aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Oh, aber darauf laufen darf ich, oder was? Dennoch cool. Seit wann ist natürliches Licht blau und hat Sinus- und Cosinuskurven? Naja, nicht ganz. Oder? Doch, 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 doch. Ja, kommt drauf an, wenn die Wellen. Ah, ich halt die Klappe. Niemand will was über Mathe hören, wenn er ein Let's Play schaut. Ach ja, das gute alte Abreißen von den Dingern. Only not with my eyes. This thing like seeing only not with my eyes. This thing like not seeing. Okay, also es ist so, als ob er nicht mit seinen eigenen Augen sieht. Seltsam, seltsam. Dieser Comic hat auch zu so vielen Theorien zu dem Companion Cube geführt. Das ist echt unglaublich. Wie kommt die Te Wir kennen, glaube ich, die Testkammer. Die ist so ähnlich wie die alte. Da hatten wir, glaube ich, über Antimies gesprochen gehabt, oder? Nee. Nee. Oder? Doch. Oder? Nein. Oder? Doch. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Egal, 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 egal. Wir wollen nicht an alte Zeiten denken, sondern von wo kommt jetzt was? Oh, da. Ja. Vielleicht sollten wir das aufhalten, indem wir irgendwie eine Plattform oder so platzieren. Ist da irgendwo ein Loch, wo ich eine Plattform hin platzieren kann? Nicht, dass ich sehe, oder? Seht ihr es? Oh, ich wollte gerade Bazinga schreien, aber es hat nicht funktioniert. Schade. Schade, schade. Warum müssen wir auch immer so schnell sterben, wenn wir ins Wasserfall nicht mal ertrinken? Pfe, wir brauchen schon Luft. Wir werden eh mit aufgefrischter Luft ohne CO2 gespeist. Nicht wahr, Zephyrion? Da kann niemand sagen, dass ich keine Togethers mache. Also bitte, man sieht beinahe in jedem Part von mir andere Leute. Ach ja, ich muss deswegen auch was schauen. Mein Problem ist, das Team immer wieder von selbst die Teile aktiviert. Wenn ich irgendwie sage, nein, ich will nicht sehen, wenn jemand was anderes spielt, ich spiele gerade selber, dann aktiviert das Team und dann sehe ich es wieder und dann ist es bei Aufnahmen blöd, weil ich es dann nicht mitten in der Aufnahme umstellen kann. Und ich habe gerade keine Ahnung, wie dieses verdammte Rätsel geht, sondern platziere einfach immer wieder nur diese Dinger. Und das hat irgendwie funktioniert. Ich bin einfach ein Genie, also. Da kann mir niemand was sagen. So intelligent wie ich ist keiner. Irgendwie müsste ich. Ach ja, meine Logik lässt zu wünschen übrig. Ich kann ja auch so rum einfach rübergehen und. Und muss ich hinhüpfen? Ich war noch. Ah, da ist der Schalter. Suppi-duppi, hoppi-puppi. Aber anscheinend ist Wetli ja am Leben. So wie es mir gerade erscheint. Hoffen wir es mal. Hoffen wir, dass unser guter alter Freund, den wir eh nicht leiden können, weil er keine Ahnung was gemacht hat, weil er uns als das Letzte bezeichnet hat, da hoffen wir mal, dass dieser Kerl da noch lebt. Wohin muss ich jetzt? Ah, ich muss dahin. Super. Also die Rätsel, die gehen ja Sehr noch vom gut, du bist Schwierigkeitsgrad. ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass es. Alter, Leute! Beruhigt euch doch mal! Ihr müsst ja nicht die ganze Zeit das Spiel ausschalten und wieder neu. Ich habe gerade einen Torrent-Turm. Hardlight Bridges. Ah, hier sieht man auch, warum. Ah, okay. Also, das Sonnenlicht wird hier aufgefangen.
Das wird dann gefiltert in Lichtstrahlen. Laser werden. Okay, ist natürlich alles sehr physikalisch korrekt. Also ich will da gar nichts dagegen sagen. Nein, nur nicht. Das ist das alles richtig. Also ich weiß ja nicht, was ihr dagegen habt. Also es ist logisch, dass man so Licht zum Gehen bauen kann. Gute sonst Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Was kann ich für meinen Knochenbau? Ich bin so geboren. Also langsam werden die Beleidigungen auch auf unterster Ebene. Naja, unterste Ebene ist immer noch auch die Kiddies aus COD. Und damit sage ich auf Wiedersehen, Leute. Für heute. Und das hat sich gereimt. Ich bin so lyrisch wertvoll. Genau wie die ganzen Rapper und so. Naja. Tja. Wiedersehen, euer Sunbridges Sandoron. Und ich glaube, ich beende auch diese Aufnahmesession, weil mein Hals tut mir schon weh. Aber ich will weiter aufnehmen. Es ist wie eine Droge. Das klang gerade jetzt überhaupt nicht seltsam oder so. Nein, 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 nur nicht. Tschüss. Tschüssikowski. Mein Stuhl quietscht. Yay. Was höre ich da die ganze Zeit? Egal. Tschüss. Nochmal Tschüss. Und nochmal Tschüss. Warum bist du noch da? Ich hab Tschüss gesagt. Dann geh halt nicht, dann setze ich mich in die Ecke und warte, bis du weg bist. Du bist ja immer noch nicht weg. Puh, dann beende ich einfach das Video. Ha? Hast du dir so gedacht? Was? Tschüss, Leute.